Hallo zusammen, wir haben den 2. Juli. Es ist 18:36 Uhr und die Schweiz liegt 1:0 hinten. Ich habe mir lange überlegt, ob ich überhaupt einen Film machen soll oder ob ich einfach dieses Bild, was ich jetzt vor mir habe, einfach mal eine Minute stehen lasse ohne Kommentar. Alternativ gab es die Möglichkeit. Ich habe wirklich überlegt, weil das, was ich zu sagen habe, ist mehr oder weniger das gleiche wie in den letzten 4 Wochen. Das ist der Wochenchart. Und auf diese Zahlen gehe ich gleich ein. Wir sind nach wie vor über die Stochastik angeschlagen. MACD genauso. Hier ist nichts. Kein aktuelles Signal, nichts dergleichen. Dann auf Tagessicht kommen jetzt diese Zahlen hier rein. Und worauf es mir ankommt, ist, diese 350 steht für den Unterschied von den Bändern. Super, super wenig. Hier auch 350, sieht man genau, was dann auch passiert ist. Und hier haben wir 310 und wir sind momentan bei 313 bzw. 314 Punkten Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren Band. Ich bin mir sicher, dass wir innerhalb der nächsten 3 Wochen eine Auflösung von dieser Area hier bekommen. Nehmen Sie mal ein bisschen größer rein. Das ist der obere Make-or-Break-Punkt. Das ist der innere untere Make-or-Break-Punkt bei 15.305 und das wäre der große nach unten. Die Bänder sind so eng, die bereiten irgendwas vor. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es nächste Woche oder übernächste Woche und die Bänder sind auch nicht dafür da zu sagen, ob wir hochgehen oder nicht. Das machen sie erst dann, wenn etwas nach oben oder unten gebrochen ist. Aber sie sind so eng, das sind gerade mal 2%. Das ist nicht viel. Also da muss ich darauf vorbereiten, dass was passiert. Der VDAX New, der ist so ungefähr so bei 17,5, momentan von der Volatilität her. Bei normalen Optionen würde ich sagen, ich kaufe einen Call, ich kaufe einen Put, ich mache Strangles oder Straddles. Das ist nicht so einfach mit den K.O.-Scheinen. Man kann das machen, aber das ist nicht so schön, das ist nicht so elegant wie mit normalen Optionen, aber um die hier geht es ja nicht. Also wie gesagt, obere Make-or-Break-Punkt nach wie vor so um die 15.810, der innere bei 15.305 nach unten, beziehungsweise äußere bei 14.800. Auch hier völlig neutral im MACD. Hier ist nichts, hier ist kein einziges Signal. Es gab gestern ein ganz tolles Webinar von dem Jörg Scherer, den ich sehr schätze von Trinkhaus. Ich glaube, das fing um 18 Uhr an oder 18:30 Uhr. Der hat einen schönen Satz gebraucht, das macht er immer. Er hat ein ganz tolles Wording. Die Hosse hat einen gewissen Reifegrad. Der bringt immer so Sprüche, dass ich lege mich da auf den Boden vor Lachen, aber es ist so gut, er trifft das immer hervorragend. Das findet ihr bestimmt, ich weiß nicht, ob es heute schon drauf ist oder morgen, auf der hsbc-zertifikate.de ist garantiert eine Aufzeichnung da. Ist absolut sehenswert. Bei mir im Chat habe ich auch gesagt, das ist ein Muss, das zu verfolgen. Der geht auf ganz andere Dinge ein, an die ich gar nicht denke. Und ich will euch das Ergebnis nicht vorwegnehmen dessen, was er gesagt hat. Aber ich gehe jetzt hier direkt in die Scheine rein, weil ich habe hier nicht viel mehr zu sagen. Ich habe mir diesen Call hier ausgesucht, 15.134. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GH6FC3. 15.134 sind wir hier. Der ist nur gedacht für den Fall, dass wir wirklich die 15.800 rausnehmen. Nur dann, das ist ein 30er Hebel, ist nicht so riesig, aber das macht vorher keinen Sinn. Man kann das natürlich probieren, wenn wir hier in der Nähe sind bei 15.300, aber dann hat er auch einen definitiv deutlich höheren Hebel. Bei den Puts kann ich sogar den Hebel ein bisschen hochnehmen. Wo ist jetzt hier gescheitert? Der hier, 16.050, das ist ein 40er Hebel. Auch ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GH33VM 16.050. Da sind wir hier. Der ist aber auch nur dafür gedacht, wenn wir die 15.300 nach unten rausnehmen. Es tut mir leid, es gibt keine Neuigkeiten. Der Markt wartet ab. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir 2 Monate Sommerpause bekommen. Für mich ist die Sommerpause schon seit Mitte Mai im Gange. Also ich hoffe, da passiert jetzt irgendwas. Aber nochmal, die Bänder sind so eng. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier eine Schnellbewegung nach oben oder unten machen, ist gegeben. Nur habe ich momentan leider keine Signale, die das eine oder andere präferieren, außer dass ich in der Woche recht tief, also recht hoch bin und oben auf höchstem Niveau Verkaufssignale bekomme.
Also ich bleibe weiter vorsichtig mit dem Weg nach oben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.